Hallo Freunde, ich stehe hier vor dem Glauer Hof und ich interviewe jetzt, da kann man den Herrn, er heißt Alphonse mit dem rosa Hemd, den interviewe ich jetzt. Ich bin der Frank und nach dem Intro geht's gleich los. Hallo Alphonse, schön, dass ich dich jetzt hier in der Friedenstadt und zwar vor dem Glauer Hof mal interviewen darf. Du bist jetzt seit 4 Wochen hier. Das ist jetzt die Wohnung im Neubau, die geht bis zu dem Regenrinnenabfluss und dort hinten hatte ich ja schon mal eine Wohnung aufgenommen. Und der Alphonse wird uns jetzt mal erzählen, warum er eigentlich hierher gezogen ist. Ich komme ja eigentlich aus dem Münsterland, dem westlichsten Westen sozusagen. Vor 2 Jahren bin ich zu meiner Lebensgefährtin Herrn Ludwigsfelde gezogen. Und damals, wir sind beide nicht mehr die Jüngsten, hatten wir uns schon überlegt, jeder braucht für sich schon mal seinen Freiraum. Besonders, weil sie auch noch eine ganze Familie dran hängen hat. Und dann hab ich schon lange gesucht und vor circa 6, 8 Wochen sowas war ich mal wieder hier beim Bunten Markt und habe dann festgestellt, dass hier eine Wohnung zu vermieten war. Und beim Bunten Markt hat mich sowieso immer interessiert, die Bücherstube. Und mittlerweile bin ich dort sogar ehrenamtlich aktiv. Aber als ich das Schild gesehen hatte, Wohnung zu vermieten, habe ich sofort dort angerufen. Mich interessierte besonders das Projekt des Inklusionswohnens, zumal ich selbst einen 36-jährigen Sohn mit Behinderung habe, den ich unterstütze. Der wohnt in einer kleinen Wohnung in Jüterbog, wird dort ambulant betreut. Und von daher fand er das Projekt hier einfach toll. Ja, und diese kleine Wohnung habe ich mir besonders ausgesucht. Mich hat erstmal gereizt die bodentiefen Fenster und der schöne Ahorn, unter dem wir hier sitzen. Da habe ich sofort auch zugeschlagen, diese Wohnung nehme ich und bin so glücklich darüber, dass ich sie bekommen habe. Ja, in meiner Freizeit habe ich heute zum Beispiel genossen, 2 Stunden im Blankensee auf der Bank gesessen, einfach das genossen. Es ging mir einfach wunderbar dabei. Ja, was ich sonst noch gerne mache, Gartenarbeit. Ich habe auch hier schon angefangen, direkt nach dem Einzug das Unkraut hinter der Wohnung unterm Küchenfenster rauszurupfen. Und in diesen Tagen kümmere ich mich darum, schönen, frischen Rollrasen zu bessern, damit er nicht kaputt geht. Ich habe ja auch selber was davon. Wenn ich darauf gucke, freue ich mich jedes Mal wieder. Ja, ich bin eigentlich glücklich, dass ich hier gelandet bin und freue mich auf viele nette Menschen, die ich kennenlerne, auf viele neue Kontakte, auf Möglichkeiten, mich hier zu engagieren. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich fühle mich einfach hier wohl.